Moin! Jo, heute wollte ich euch mal ein SOG zeigen. Ein Messer von Sorg. Kommt in dieser großen Presentation Box. Und zwar das Tomcat 3. Made in Japan. Ja, das kommt in der Box und darin enthalten ist diese Nylon-Tasche. Kann man am Gürtel tragen. Hat hier so einen Plastikclip, ist jetzt okay von der Qualität, also anständige Qualität. Warum wird sowas mitgeliefert? Das ist nicht nur als optionale Trageweise gedacht, sondern leider hat das Tomcat 3 kein Gürtelclip. Und damit fangen wir dann auch gleich mal mit dem für mich größten Kritikpunkt an. Ich wünschte, SOG würde dieses Messer mit Clip anbieten. Und nicht nur mit der Variation, dass man hier hinten einfach einen Clip für Tip-Up hat. Ich bräuchte es noch gar nicht mal mit vier Umsetzpunkten. Das würde mir schon völlig reichen. Einfach eine Option. Aber es bietet sich auch geradezu an, mit anderen Griffschalenvarianten. Es gab wohl Sondermodelle mal mit Carbon Fiber und Co., aber das wäre toll. Das ist eins der coolsten Modelle von SOG. Und ich finde echt, das sollten sie mit anderen Griffvarianten auflegen. Mit farbigen G10, gerne wieder Carbon Fiber, Mikata wäre super. Da bietet sich einfach eine Menge an. Das ist verschraubt, das dürfte also leicht zu wechseln sein. Das wäre cool, wenn SOG da mal tätig werden würde. Mich würde das total freuen. Und dann halt der Clip. Das ist für mich der größte Minuspunkt an dem Messer. Und ich kann absolut verstehen, wenn manche Leute sagen, sehr geiles Messer, aber kein Clip kaufe ich mir nicht. Ich habe vorher nämlich auch so gedacht. Ich hatte das Glück, dass ich den Andreas kennengelernt habe, der mir dieses Teil hat zukommen lassen. Und dadurch, Andreas, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Dadurch habe ich einfach kennenlernen dürfen, dass das Messer so cool sein können, dass man auch damit leben kann, dass sie ohne Clip sind. Nicht nur, dass natürlich die Handlage ausgezeichnet ist, da kein störender Clip vorhanden ist. Nein, manche Messer wachsen einem dann so ans Herz durch die Benutzung, dass man es einfach in Kauf nimmt, dass sie keinen Clip haben. So war das dann auch beim SOG. Wir haben hier so eine Bowie-Style Clip-Point-Klinge, die extrem cool ist. Hatte das Messer jetzt in den letzten Monaten, ist schon eine ganze Ecke bei mir. Einige Male dabei. Hat es schon einem Freund geliehen, glaube, der war auch angetan von dem Teil, bis auf die Kraton-Einlagen. Die Kraton-Einlagen sind so, gewählte Pyramiden, schwer zu sagen, wie so eine Landschaft in der Wüste. Geben wirklich, Kraton ist ja so gummiartig, geben wirklich sehr ausgezeichneten Halt. Mit Mikata für mich das griffigste Material, ist aber natürlich unschön und viele empfinden das als unpassend, dass so ein cooles Messer, so ein teures Messer, Fertigung in Japan ist ähnlich wie Deutschland, USA, sehr teuer. Das Messer liegt so bei um die 200 bis 250 Euro. Ich werde euch mal einen Bezug in die Videobeschreibung packen. Gleich vorab, ist es das wert? Ja, ich finde schon. Komme ich noch gleich drauf, warum? Ist teuer, aber ist auch ein tolles Teil. Aber zurück zu den Griffschalen. Viele empfinden das als unpassend. Da hätten sie schönere Sachen raufknallen können. Kann ich auch verstehen. Rein vom Look wäre da schöne Mikata-Schalen oder Carbon Fiber viel, viel schicker. Oder G10 farbig viel frischer. Aber rein von der Performance sind die Kraton-Griffschalen sowohl robust, wie auch griffig, wie auch absolut passend für harte, schwere und ausdauernde Arbeiten. Da tut nichts weh, der Griff ist sehr ergonomisch gehalten. Ich glaube, der passt für alle Hände, auch für kleinere, für große sowieso. Das Jimping an der Klinge ist wieder so eine Sache, bräuchte ich an sich nicht. Da ich das Teil aber gerne benutzt habe, um Kienspan anzureißen, macht das dann wieder durchaus Sinn für mich. Überhaupt, ich werde euch mal ein paar Praxisaufnahmen reinballern, was ich so gemacht habe in letzter Zeit mit dem SOG.
Ja, das Teil ist einfach sehr, sehr tauglich. Ja. Polierte Edelstahlbacken, die sind einfach der Hammer. Der Arclock-Verschluss, der ist ähnlich gelagert, aufgebaut wie ein Access-Lock von Benchmade. Funktioniert auch ähnlich gut. Ich könnte das hier noch weicher einstellen, aber dann hat man ein bisschen Klingenspiel, deshalb lasse ich das jetzt so. Fällt nicht ganz so leicht zu wie der Access Lock beim Rift. Der ist ja wirklich butterweich. Der läuft noch ein bisschen leichter, lässt sich noch leichter entriegeln. Aber alles in allem ist der Arc Lock hier auch wirklich toll und überaus robust. Hab mir dem Messer auch betont mehrfach und das war alles kein Problem. Ja, eine der Schrauben war nicht so gut verarbeitet, die nudelte durch. Welche war das denn? Muss mal schauen. Kann das jetzt gar nicht so genau erkennen. Ich glaube, die hier oben, da griff mein Torx nicht mehr. Ich wollte es mal auseinanderbauen. Hab's dann auch gemacht, aber das war eine ganz schöne Prozedur. Aber da habe ich, glaube ich, schon ein Video zu reingeschoben. Deshalb meine Bitte immer an alle Hersteller, gute, vernünftige Schrauben verwenden, damit man Messer auch auseinanderbauen kann. Ja. Womit mache ich denn weiter? Sehr tauglich, schönes Messer, cooles Messer, made in Japan. Material ist VG10-Klinge, die sehr anständig gehärtet ist. Die hat auch schon einen Apex-Anschliff bekommen. Polierte Edelstahlbacken. Bin ich so der Riesenfan von Messerbacken. Hier in der Kombination mit dem polierten und dem Kratongriff gefällt es mir sehr. Ich finde einfach im Licht, in der Sonne ist das eine Klinge und der Bolster, die Backen, das kann man sich einfach gerne, man guckt es sich einfach gerne an, sieht einfach cool aus. Ist alles sehr sauber verarbeitet, sehr gute Qualität. Da hat man dann auch einfach gleich wieder die Erklärung, warum so ein Messer 200 € kostet. Man kann natürlich deutlich weniger ausgeben und kriegt ein ähnlich großes Messer, ein ähnlich langes Messer, das in der Performance, was das Schneiden angeht, auch nicht schlechter ist. Rein von der Stabilität aber ist das SOG in meinen Augen da deutlich vorne, auch wenn ich das H6 super cool finde. Und der Verschluss ist halt deutlich stabiler, genauso wie der VG10. Der VG10 Stahl einfach nochmal eine andere Hausnummer ist als der 14C28N Sandvik. Kostet halt mehr als das Dreifache, aber irgendwie hat das dann alles doch noch seine Berechtigung, wie ich finde. Und wenn sie das auch noch mit Clip anbieten würden, Wahnsinn, dann wird sich das Teil nochmal also doppelt so oft verkaufen. Man sieht die SOG-Eisen leider sehr, sehr selten, finde ich sehr schade, so in der gesamten Szene. Es gibt immer mal welche, die haben welche, aber Nicht allzu oft, hat sich nicht wirklich durchgesetzt hier. Sehr, sehr schade. Die stellen mitunter tolle Messer her. Und Made in Japan ist eine Hausnummer für sich. Siehe Elmar, da bekommt man wirklich ganz, ganz wunderbares Zeug abgeliefert. Leider halt nur ähnlich wie Messer aus Soling. Sehr, sehr teuer. Ja, muss jeder dann selbst für sich entscheiden. Ich mag halt auch, dass das einfach so ein bisschen schon älteres Design ist, sehr robustes Design, taktisches Design, ist nochmal, wie ich finde, was ganz, ganz anderes als jetzt die modernen angesagten Flipper. Hier zum Beispiel das Megalodon, das ich ebenso liebe. Aber
dieses Modell ist für mich einfach keine Ahnung. Kann das gar nicht so sagen. Als wenn man da wirklich ein Stück Zeitgeschichte von SOG in der Hand hat, was sehr bewährt ist, was sehr gut ist. Und es ist einfach immer toll, Messer zu haben, die wirklich nicht an jeder Ecke zu sehen und zu finden sind. Wenn sie dann noch tauglich sind, wie dieses Modell, dann freut einen das umso mehr. Ich zumindest bin sehr, sehr zufrieden mit dem Teil. Pluspunkt eindeutig die gute Performance, die Stabilität, der gute Stahl, die gute Handlage, der Grip. Was mir nicht so gefällt, rein optisch, ist hier hinten das SOG-Zeichen. Stört nicht und ich habe es zum Flaschenöffnen immer benutzt. Aber ja, optisch finde ich es jetzt nicht so prall. An die Kraton-Griffschalen habe ich mich gewöhnt. Die erachte ich nicht mehr als negativ. Clip fehlt natürlich. Das sind so die Sachen, die fehlen. Da könnte ich mich noch ein bisschen drüber, ja, einfach immer ein bisschen ärgern. Ne? Aber das habe ich jetzt auch schon reichlich gesagt. Ne? Clip sollte wirklich ein Must-Have bei diesem Teil sein, zumindest optional. Das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten gibt's da nicht viel zu meckern, zu monieren. Das ist wirklich ein Messer, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe es jedoch nicht in dieser Nylon-Tasche bei mir getragen, sondern habe eine ganz kleine Stofftasche genommen und das einfach in die Hosentasche gesteckt. Zukünftig wird es mich an meinem Outdoor-Rucksack begleiten. Für ein EDC ist es mir ein bisschen zu schwer. Da bleibe ich dann doch bei Messern wie dem Para 2. Oder dem Elmar, die halt einfach noch einen Tacken leichter sind, genauso wie das Megalodon. Die bieten alle eine tolle Schneidleistung, sind deutlich leichter. Das Teil wiegt so um die 180 Gramm, das ist doch eine Menge. Aber die Stabilität, dass man damit quasi alles machen mit kann, auch wunderbar schnitzen. Und das Jimping zum Anreißen, sowohl von einem Feuerstahl wie auch vom Kienspan, finde ich, macht aus diesem Messer einen tollen, tollen Backup-Begleiter für einen Outdoor-Rucksack. Und da wird es jetzt auch demnächst hängen. Und da habe ich dann wirklich jetzt das perfekte Backup-Messer für mich gefunden als Klapper. Ja, sehr, sehr cooles Teil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit meiner SOG Tomcat 3 Lobhudelei. Das Teil macht einfach eine Menge Spaß in der Benutzung, im Spielen und im Anschauen. Ja, was brauchst du da mehr? Nicht viel, würde ich sagen. Alles klar. Genießt die Sonne, genießt den Sommer, genießt eure Messer, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.